Und herzlich willkommen zu einem kleinen Jahresausblick für den Geistermeister. Ja, der Geistermeister ist ja praktisch immer noch im Early Access. Wird er auch noch einen Augenblick sein, weil ein Entwickler, ein Programmierer, das dauert einfach ein bisschen. Aber ich möchte trotzdem die Chance mal nutzen, einfach jetzt schon mal so ein bisschen zu spoilern, was noch bis Jahresende so kommen soll. Plan ist auf jeden Fall, dass wir gegen Jahresende auf Android und iOS mit dem Spiel sind. Bedeutet, man hat den Account, den man hier am PC schon hat, auch spielbar auf dem Handy, auf dem Mobilgerät und kann dann da, also nicht nur Handy, auch Tablet natürlich, und kann da dann praktisch dann auch zocken, auch Abenteuer entwickeln und so weiter. Fraglich war ja mal, ich glaube, das habe ich auch mal im Video erwähnt, ob man den Creator mit reinnimmt. Das ist auf jeden Fall eine Tatsache. Und das ist auf jeden Fall was, was wir machen werden. Und hier haben wir nochmal die Regeln geradezu. Gehe ich nur nochmal schnell durch. Ja. Was haben wir noch an Dingen, die im Ausblick sind? Auf dem Handy werden ein paar Features von der Bequemlichkeit her verbessert sein. Ansonsten wird es auch dann auf dem Handy die Möglichkeit geben, Videos zu schauen. Das ist so, denke ich, eine der großen Neuerungen, dass man im Endeffekt dann sich darüber Geistermünzen und ab einem gewissen Wert dann auch sich dann na, Gems verdienen kann. Da werden wir auch noch gucken. Das wird am Anfang jetzt im Early Access natürlich alles ein bisschen leichter sein, sage ich jetzt mal. Und wird dann später dann auch ein bisschen anders da werden. Ansonsten bleibt es gleich vom Spiel her und wie gesagt, man kann halt den Charakter mit übernehmen. Wichtig ist auch eine Funktion, dass die Notizen, wenn die erstellt wurden, dass die mit auf dem Handy dann erscheinen, also auf dem Android-Gerät und dass sie dann auch da abrufbar sind, dass auch die, die dort gemacht werden, dann wieder am PC abrufbar sind. Man muss sich nicht erst über PC anmelden, kann dann auf Handy spielen, sondern man kann auch nur eins spielen, Android, Entschuldigung, auf dem Mobilgerät. Und dementsprechend hat man da halt auch Möglichkeiten noch und nöcher. Ansonsten sind wir für dieses Jahr dann relativ durch. Weitere Ausblicke sind natürlich, jetzt bin ich da rausgegangen, die wir hier auch schon mal hatten, also Mobil-Apps. Erstes großes Ziel, Bugfixing und Optimierung. Da sind wir ja auch schon dabei. Da sind auch schon ein paar Dinge gelaufen. Für die Leute, die schon lange, lange und länger dabei sind, haben da auch ein bisschen was mitbekommen. Und da sind wir natürlich auf Rückmeldungen angewiesen. Das ist einfach so, weil man hat manchmal Scheuklappen und ja, das funktioniert jetzt so und das ist alles gut und dabei ist nicht alles gut. Multiplayer-Modus wird noch einiges dauern. Ist ein langfristiges Ziel, wie schon erwähnt. Da muss man schauen. Das werden wir dieses Jahr auf gar keinen Fall mehr schaffen. Nächstes Jahr vielleicht auch nicht gleich. Also da müssen wir schauen, müssen auch erstmal jetzt weiter schauen, wie das mit den Mobilgeräten sich dann halt auch weiterentwickelt, wie wir das hinkriegen, was man dann an Serverleistungen auch hinten dran stellen müssen und so weiter und so fort. Da wird ein bisschen mehr Optimierung dann praktisch kommen. Spielsystemerweiterung ist genauso, ja, also wir arbeiten dran, das Spielsystem zu erweitern, sprich, dass es nochmal andere Systeme gibt, wonach der Charakter sich entwickelt, plus der Tatsache, dass ich auch im Hinterkopf habe, dass man theoretisch noch andere Spielaspekte mit reinbringt, dass man da auch nochmal verschiedene Dinge dann hat, dass man wie, ja, wie soll ich sagen, wie ein großes Medley aus verschiedenen Spielen hat mit einem demselben Charakter, einem und demselben Account und dass diese Spiele aber untereinander verbunden sind, ist ja eine Sache, die ich mir überlegt hatte. Ich hätte gerne auch Magie und Kampfsystem noch ein bisschen
bisschen verbessert, also Magie überhaupt reingebracht, Kampfsystem noch ein bisschen verbessert, mit Elementformen und so weiter. Da werde ich noch ein bisschen was vielleicht mit einbringen, aber auch das ist eher ein langfristigeres Ziel und so weiter und so fort. Ja, dann Live-Spielfunktionen, da sind wir auch immer noch bei einem sehr, sehr Fernziel. Die Idee ist ja, dass man theoretisch dann auch wieder als eine der Optionen und Möglichkeiten des Spiels dann das Spiel dann später mal auch wie in einer richtigen Pen-and-Paper-Sitzung, dann allerdings jeder bei sich zu Hause online praktisch mit einem Meister spielen kann, der dann in gesprochener Form die Abenteuer dann den Spielern anbietet und dann die Spieler praktisch dann ihre Wege wählen können und auf die Art und Weise dann halt ein richtiges Pen-Paper-Spiel zurechtkommt, dass man natürlich dann die Charaktere trotzdem weiter verwendet. Das werden dann auch Leute sein, die halt vorher geprüft werden müssen und so weiter und die dann auch bewertet werden von den Spielern und somit dann das dann auch weitermachen können und so weiter, aber die dann halt dann auch die Erfahrungspunkte vergeben können, die dann auch verschiedene Monster zum Beispiel einfach aus dem Spielsystem der Gruppe hingeben. Dazu muss aber zum Beispiel auch erstmal hier das Multiplayer System dann da sein, weil die Monster im Augenblick natürlich nur auf einen Gegner ausgelegt sind und so weiter. Also da werden wir gucken, wie wir das dann alles hinkriegen. Da müssen wir schauen, weil das wäre halt das, was mir halt auch viel Spaß machen würde, wenn wir das dann anbieten können. Und wir sind immer noch total begeistert, dass uns die Tastaturen um die Ohren fliegen. Ja, wie ihr seht, wir haben auch immer viel zu tun und wenig Zeit. Mein Programmierer, ich möchte hier einfach nochmal ein Lob an ihn loswerden. Ich bin mal gespannt, ob ich ihm sage, ob ich ihn hier erwähnt habe in dem Video oder nicht, beziehungsweise in dem Stream. Mal gucken. Auf jeden Fall macht einen guten Job und dementsprechend danke auch auf diesem Weg an ihn. Und wir müssen einfach schauen, wie wir da weiterkommen. Und das sind so unsere Ziele, die wir halt für die Zukunft haben, die ich für die Zukunft habe. Und die hoffentlich mein Programmierer umsetzen kann. Aber da habe ich eigentlich vollstes Vertrauen in ihn. Das Einzige ist halt, alleine das Ganze zu programmieren und machen und zu tun, ist halt, denke ich, auch schon nicht immer nur einfach, ja. Das sind so die Zukunftsvoraussichten, die ich habe. Da sind so viele Sachen mit drinne, wie zum Beispiel, dass ich gerne hätte, dass es neben den Werten, die man über die Attribute und Fähigkeiten hat, dass es da zum Beispiel dann auch eine Möglichkeit gibt, dass man einen gewissen Trainingsumgang hat, dass man zum Beispiel, wenn man eine Waffe immer benutzt, dass man dann noch einen Bonus darauf bekommt, weil man so und so viel Kämpfe mit der Waffe gemacht hat in dem und dem Zeitrahmen, während dann halt andere Dinge, die man halt nicht so oft benutzt, dann halt vielleicht sogar mit einem kleinen Malus versehen werden, dass man zum Beispiel sagt, ja, wenn ich ein Schild habe, aber das Schild nie benutze, dann habe ich am Anfang eine Geübtheit von 0% und das bedeutet minus 5 Fertigkeitspunkte. Um jetzt einfach nur Zahlen zu nennen. Das müsste man dann alles dann auch noch mit einbringen. Wenn ich jetzt aber das Schild in jedem vierten, fünften Kampf verwende, ja, also diese Fähigkeitspunkte, also die Geübtheitsprozente würden dann halt runtergehen. Ja, wenn man es nicht benutzt, sagen wir mal, man ist 100% geübt und pro Kampf, in dem man diese Sache nicht einsetzt, geht es um 5% runter. Und dann könnte man theoretisch hochgerechnet 20 Mal kämpfen, bevor man wieder auf Null ist. Natürlich wäre das dann auch wieder eine Sache, wo man dann halt erstmal der Programmierer hinterherkommen muss und wo man dann auch als Spieler überlegen muss, macht das Sinn oder nicht, beziehungsweise ich ja dann als Spielentwickler sagen muss, macht das Sinn oder nicht. Wäre aber auch nochmal ein Bonus für die Leute, die halt dann auch einfach ihren Items treu sind. Ja, also von Schild meine ich jetzt waffenlosen Kampf, sollte man vielleicht dazu sagen. Also ich würde es wahrscheinlich dann in die Richtung machen, dass man halt sagt, dass man halt
eine Übung mit Äxten hat, eine Übung mit Schwertern oder so. Vielleicht tatsächlich auch die Spezialisierung auf spezielle Items wäre natürlich möglich. Ein Stück weit hatte ich mir auch schon überlegt, ob wir die Fähigkeiten ein bisschen ausbauen. Allerdings zu viel ist nicht immer gut, finde ich, zumindest in vielen Spielen, ja. Gerade auch für neue Leute ist es ja immer mal erschreckend und erschlagend, sage ich mal, wenn da viele Dinge sind, muss man mal schauen. Was auf jeden Fall mit auf der Agenda steht und dieses Jahr, wie gesagt, wahrscheinlich nicht mehr kommt, aber nächstes Jahr wird auf jeden Fall so ein kleines, ja, wie soll ich sagen, ein kleiner Bonus sein, das geplant ist, dass man sich mit anderen Spielern messen kann, allerdings nicht Charakter gegen Charakter, sondern als einfach nur kleines Glücksspiel. Theoretisch greift man jemand, also man greift an und kann entweder Kopf, Mitte oder unten schlagen und der andere wählt aus, wo er blockt und umgekehrt, dann wird es wahrscheinlich noch einen Bonusschlag geben und so weiter und so fort. Und derjenige, der zum Schluss die meisten Treffer erzielt hat, hat halt gewonnen. Und darüber kann man dann halt auch als kleines Glücksspiel, kann man dann schon mal so ein bisschen mit anderen Leuten interagieren, kann dann auch mit den Freunden sich so ein bisschen betteln. Das ist eine Sache, die wir in Planung haben. Da muss man aber auch gucken. Wie gesagt, jetzt erstmal Android und iOS. Und da bin ich guter Dinge, dass wir das Ende des Jahres jetzt dann auf die Beine gestellt haben. Ja, das sind so die Ausschnitte aus der Zukunft. Das ist jetzt auch nicht so ewig lang gewesen. Aber einfach an sich, ja, es kommen noch Dinge. Es dauert halt einfach seine Zeit. Aber gut, ich habe lange noch gebraucht, bis sie überhaupt jetzt erstmal so weit war. Und ich hoffe nicht, dass es nochmal so lange dauert, bis dann alle Sachen umgesetzt sind. Wobei man immer irgendwas verbessern kann. Das sind Dinge, die mich an manchen Spielen wirklich ärgern, dass dann nichts mehr kommt dann irgendwann, dass es dann fertig ist. Gefühlt haben die Leute dann mit dem Geld genug Geld, mit dem Geld, mit dem Spiel genug Geld verdient und sagen, gut, wir machen lieber was Neues und das ist fertig, das ist ausgeschlachtet. Und das ist halt der Plan, dass es hier halt nicht unbedingt so sein soll. Dementsprechend lieber ein Spiel immer weiter ausbauen, immer wieder neue Möglichkeiten bieten. Wie gesagt, auch durch den Quest-Editor, dass man da halt dann einfach Möglichkeiten hat, wo man dann neue Abenteuer erstellen kann, sodass halt keine große Langeweile aufkommt. Und ja, das wäre es soweit an Aussicht. Ich danke auf jeden Fall mal. Ich sage auch in den Stream danke. Ich sehe, wir haben einen Zuschauer. Ja, mein Kanal ist auch nicht so riesig, aber ihr auf YouTube, die das vielleicht seht, würde mich freuen, wenn ihr dem Spiel mal eine Chance gebt. Wichtig, wie gesagt, sind Rückmeldungen, zur Not auch schlechte oder nicht nur zur Not, sondern gerade die Kritiken, da kann man dran wachsen. Und dementsprechend muss man da einfach schauen und würde ich mich freuen, wenn es ein paar Leute gibt, die da auch aktiv Rückmeldungen geben, sodass wir dann ein gutes Spiel zusammen hinkriegen. Okay, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich ja mal beim Geistermeister. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer.